Und herzlich willkommen auf meinem Kanal KX Staud zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht nicht viel, nur eine Steinwand, aber ich bin immer noch in der Toskana. Ich mache heute mal einen Ruhetag, weil ich mir die Beine ein bisschen müde gestrampelt habe. Und da dachte ich mir, ich baue mal die neue Kassette ans Bike, weil ich habe mir ja schon extra das Backroad mit der 2x11 Übersetzung geholt, dass ich schön viel Bandbreite habe, dass ich auch an steilen Bergen, an steilen Rampen noch in der hohen Trittfrequenz fahren kann. Leider ist das nicht so. Meine Wohlfühltrittfrequenz ist so 90-95 und da stoße ich schon mit der Kassette an meine Grenzen. Das ist eine 11 bis 32er Kassette. Und mir hat ein Zuschauer den Tipp gegeben, dass diese Schaltung mit der 11 bis 40er Kassette, mit der Mountainbike Kassette auch super funktioniert. Ich habe mir dazu noch eine neue Kette geholt, wobei ich erstmal ausprobieren will, ob das nicht sogar mit der originalen Kette geht. Sollte die Kette zu kurz sein, hole ich da einfach ein paar Glieder raus und behalte mir die. Und wenn ich mal wieder eine neue Kette brauche, weil die ist ja auch noch, die ist noch nagelneu. Wie gesagt, habe mir die 11 bis 40er Kassette geholt. Ihr habt doch eben gesehen, was ich mir an Werkzeug zurechtgelegt habe. Ich habe hier am Berg da hinten, wenn man hier hochfährt, weil wir sind ja hier auf dem Berg oder am Berg, haben wir eine ziemlich steile Rampe. Und da bin ich vorhin schon mal mit der alten Übersetzung hochgefahren. Und bin quasi genau 9 Stundenkilometer gefahren. Und das vergleiche ich nachher, wenn ich umgebaut habe, fahre ich diese Rampe nochmal. Und dann vergleiche ich mal, wie viel mehr Trittfrequenz ich da fahren kann bei gleicher Geschwindigkeit. Weil das interessiert mich halt auch. Weil wenn ich jetzt demnächst zu Bikepacking-Touren starte und das Bike auch noch vielleicht mit 20 Kilo beladen habe, dann ist mir schon wichtig, dass ich untenrum leichte Gänge habe, dass ich in meiner Wohlfühltrittfrequenz fahren kann. Ja, ich würde sagen, ich baue die Kassette jetzt einfach mal um und dann probieren wir mal, ob das vielleicht sogar mit der Originalkette funktioniert. So, ratzfatz, da ist die neue Kassette, sogar mit der Originalkette. Ich musste die Kette nicht kürzen. Das Einzige, was ich einstellen musste, war der Anstellwinkel. Den habe ich ein klein bisschen steiler müssen stellen, dass es sauber schaltet. Aber ansonsten, das funktioniert mit der Kette. Ich habe sogar mal vorne aufs Große und hinten aufs Große. Ich weiß, das macht man normalerweise nicht. Ich bin auch nicht groß damit gefahren. Ich wollte nur ausprobieren, ob es funktioniert. Nicht, dass es kracht und sich alles verheddert. Aber da ist gar nichts passiert. Der Arm steht dann zwar fast waagerecht, der steht nur noch ein klein bisschen nach unten. Aber ja, also auch das würde funktionieren, wenn man das mit Gewalt oder unbedingt wollte, so zu fahren. Den Umbau der Kassette habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ich denke, wenn jemand von euch diese andere Kassette montieren will, dann weiß er, wie das funktioniert. Ich meine, das ist auch kein Hexenwerk. Man muss einfach nur die Schraube lösen, diese Sternschraube lösen und dann braucht man die Kettenpeitsche, um den Freilauf festzuhalten, dass man die Schraube aufdrehen kann und gut ist. Also das ist, wie gesagt, kein Hexenwerk. Sorry, wenn die Bild- oder Tonqualität nicht so ist wie gewohnt, aber wie gesagt, ich bin hier in der Toskana und habe nicht mein komplettes Video-Equipment dabei und nicht alle Mikrofone dabei. Ich hoffe, dass es so auch funktioniert und dass wir nachher, wenn ich es schneide, eine einigermaßen gute Qualität haben. Ja, und ich bin auch schon damit gefahren. Jetzt muss ich aber gerade mal mein Handy fragen, weil das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Einen Moment. Also, wo haben wir sie? Mit der Kassette 11 bis 34, das ist die Originale, die drauf war, haben wir an dieser Rampe bei 9 km/h eine Trittfrequenz von 74. Und das ist bei mir schon ja, an der Grenze. Also, ist schon
gut an der Grenze. Jetzt mit der neuen Kassette haben wir bei 9 km/h eine Trittfrequenz von 88. Und dann bin ich schon wieder fast bei meiner Wohlfühl-Trittfrequenz von 90 bis 95. Also für mich ist das absolut perfekt. Das ist echt, ich bedanke mich auch recht herzlich für den Tipp. Mir fällt nur jetzt der Name nicht mehr ein, von demjenigen, der mir das gesagt hat oder geschrieben hat. Wenn ich es nochmal finde, was er mir geschrieben hat, dann erwähne ich ihn auch noch in der Videobeschreibung. Also, das ist eine feine Sache. Ich komme damit an dieser, und das ist eine richtig steile Rampe, komme ich wirklich wieder in meine Wohlfühltrittfrequenz. Und das wird mir unheimlich helfen, wenn ich später voll beladen hier mit dem Bike unterwegs bin. Ja, dann für alle die, die gern umbauen wollen, die GRX umbauen wollen, von der Originalkassette auf die 11x40, es funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss.